Willkommen zurück zu Boxenstopp, einer weiteren Folge mit dem lieben Herrn Bananenbrot. Hallöchen. Den lieben René. Ei, gute. Ja, und mir, den Flexi. Und wir fahren los und haben wieder Themas im Gepäck. Ah, ihr Landratten, jetzt geht's los. Wir haben ja in der letzten Folge besprochen über unser Treffen, was wir hatten. Und so, wir hatten hier gerade eine Aufnahmepause gehabt und haben uns gedacht, was ist, wenn wir mal gemeinsam in den Urlaub fliegen? Ja. Die ganze Crew. Ja. Die Und auch Kacke. Alle Leute, die da vielleicht noch dazukommen werden, so ja. Bessere Hälften. Ja. Oh je, das kann ja. Boah, wir haben so überlegt, wenn wir dann alle so am Strand liegen. Oh Gott. Ich muss dazu gerne anmerken, unser Reiseziel wird meine alte Heimat Marbella sein. Mm. Wunderschöne Strände. Flexi und ich, wir wollen uns dann ein Greenpeace-T-Shirt anziehen, wo die Banane am Strand liegt. Und ich wollte die Wale und ziehen ihn wieder. Ich wollte gerade sagen, wenn Greenpeace mich wieder ins Wasser rollt, solltet ihr da bitte was sagen. So einfach, Leute, hier, der gehört aber zu uns. Nee, den lass gucken wir das Ganze. Weißt du, dann penne ich wieder und erzähl Gott und der Welt von meiner EC-Kartenbinde. Oh Mist, verdammt, ich habe wieder den Hupenbug habe ich schon wieder. Dass einer von euch, bei dem die geht die Hupe wieder nicht aus. Oh, fuck, verfahren. Hupen. Hupen, er hat Hupen gesagt. Hupen. Ja. Ey, das fängt also, dann doch schon an, ganz ehrlich, wir werden bei der Anreise dann sicher schon am Flughafen, im Flugzeug, oh ey, Gott. Leute, ganz ehrlich, so, oh Gott, das, ach du Scheiße. Leute, stellt euch vor, wie ein Haufen Idioten, wie wir, am Flughafen, voraussichtlich, wir würden ja abfliegen, Frankfurt Flughafen, als größter Flughafen Deutschland. Vor allem zentral gelegen für uns alle. Oh, von das Lustige ist, wir müssen zwischen den Terminals mit einer Bimmelbahn hin und her fahren. Oh, ich wüsste schon, was ich machen würde. Ich würde erstmal Banane ausrufen lassen. Aber diesmal bitte mit meinem richtigen Namen, ja? Ja. Herr Bananenbrot. Da steht das so auch bei dir im Ausweis drin, oder was? Herr Bananenbrot, bitte zu Terminal 2, Herr Bananenbrot. Herr Bananen, mein Name ist Herr Bananenbrot. Wird dann auch Gott. Ein mega Video geben. Ich habe jetzt schon mal auch ein bisschen nach Kameras geguckt, die HD wir brauchen lange aufnehmen können. HD, wir brauchen Akku und Speicher. Ja, ganz ehrlich. Ja. Jede Menge vor allem. Also allein der dreistündige Flug würde ja. Oh Gott, schon den Rahmen sprengen. Ey, ich sehe das schon so, dass das Flugzeug landen muss und die uns rauswerfen. Ja. Ich sehe es ganz ähnlich so weit kommen, sorry, wenn ich das sage. Aber ganz ehrlich, Leute. Ich sehe den Konsumer, wie er über die Sitze klettert. Und wir spielen dann im Flieger, spielen wir dann Wald oder Pflicht. Wenn wir in Urlaub fliegen, werde ich mich rasieren, damit ich nicht kontrolliert werde. Leibesvisitation, einmal gut husten, bitte. Wo war das nochmal mit dem Jeffrey? Steck dir das jetzt in den Arsch. Steck dir das in den Arsch. Nein, ich mach das nicht. Doch, du tust es. Streichel die Wand. Könnt ihr mal vom Gas runtergehen, ja, damit gerne. Mal hinten rankommen gerne. Wieder? Nee, aber auch, wie gesagt, ihr liebe Zuschauer, ihr könnt auch gerne mal ein paar Vorschläge machen, was wir vielleicht machen könnten mal so. Genau. Muss ja nicht unbedingt sein, sag ich mal, dass ihr jetzt sagt, pass auf, flieg mal irgendwie nach Griechenland oder nach Spanien, sondern könnt ihr auch sagen, pass auf, mach mal irgendwie so eine Paintball-Tour oder sowas, dass ihr mal vielleicht Paintball spielen geht oder so als Beispiel Boah, oder so. Oder Kartfahren. Ganz ehrlich, ne? Kartfahren. Ernsthaft. Das Einzige, Gott. Was ihr von mir da erwarten könntet, ist, dass ich mit einem Super Mario-Kostüm komme. Weil ganz ehrlich, bei meinem Gewicht wird sich das Kart keinen Meter bewegen. Weißt du, was wir machen? Wir machen Kartfahren und dann mit Walkie-Talkies. Dann machen wir Boxenstopp live. Ja, ey, da wäre ich dafür. Und ganz ehrlich, weißt du, was ich mitnehme? Bananen. Ich nehme Fallschirm mit. René nimmt Schildkröten mit. Wow. Das könnte man wirklich machen. Paintball spielen, Kart fahren.
Also halt auch so Sachen, die wir mal, wenn wir uns treffen, weil das nächste Treffen soll ja mal eine Woche gehen. Ja. Nicht nur ein Wochenende, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, wollen auch was unternehmen. Halt. Wollen euch auch natürlich ein paar lustige Videos dann liefern. Wo ich glaube, ich ganz die wegschmeißen ehrlich, werde. Wenn wir im Urlaub sind, ein Video kann ich euch schon versprechen. Pall und ich zusammen am Strand bauen eine Sandburg. Pall mal. Und ich bin der Rüde, der sie kaputt macht. Jetzt kommt Godzilla. Nein, ganz ehrlich, er ist Relaxo Body Slam. Nee, wir machen was, wir bullen die Banane ein. Kopf und gucken dann raus. Bauen wir auf sein Ding so ein riesengroßes Sanddödel. Erstmal schön einbuddeln, jetzt nur der Kopf rausguckt. Hallo! Oh Mann, aber bitte buddelt mich aus, bevor die Flut kommt. Nein. Chris ein Strohhalm. Ach ja. Und da füllen wir dann schön Mayonnaise. 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 Und bleib mal kurz ein bisschen stehen. Ja, gerne doch. Fahr ein bisschen langsamer. Danke sehr. Ich lass mal ausrollen. Oh je. Yeah. Ey, Leute, wir beim Essen. Oh Gott. Oh Mann. Ich sag nur das Buffet, was wir hatten. Das Frühstücksbuffet. Mm. Das war geil, ne? Ja. Das war voll fett. Oh Mann, ey. Das war auch der allein dieses Rührei mit Lauch, oh, Speck. Mm. Mhm. Die Croissants, die Mini-Croissants. Mm. Oh. Die waren geil. Ja. Wow. Da habe ich, glaube ich, 7 Stück gegessen. Das wird ja die Du bist doch ein Mähdrescher. Ja. Ich bin kein Mähdrescher. Okay. Das war das Einzige, was ich mit meinem Hals essen konnte. Croissants und Kamillentee. Hey, ich sehe Vegas schon da hinten. Ich muss dazu sagen, sollte mal jemand von euch die Banane zum Such haben und ihr kocht, ich wette mit euch, egal wie groß der Topf ist, der guckt rein und sagt, was ist ihr? Nee, ihr müsst einfach, wenn ihr Banane zu Besuch habt, müsst ihr einfach nichts da haben zum Essen. Nichts. So und dann, genau, so wie bei mir. Als ich bei Flexi war, ich saß da rum, er war arbeiten und es gab einfach mal nichts zum Essen. Und ich dachte mir so, boah, ich hatte aber gerade keine Kohle. Ja doch, Moment, du musst ja dazu sagen, ja, du hast erstmal mein Knabberzeug erstmal weggefressen. Irgendwann habe ich dann seinen Knabbereienschrank geplündert und habe ihm Bilder geschickt. Davon. Und dann waren wir einkaufen und dann hat Banane sich so ein 6er-Pack hier Baguettes geholt, Tiefkühlbaguettes. Zwei 6er-Packs. Ofenbaguettes, ja. Und die waren noch ganz verzweckt. Nom. Ja, nom. Ich sag doch nicht, ich bin Mülltonne. Also bitte, ihr beiden, ja? Schmeiß rein und es ist weg. Ja. Ja. und er ist ein Sitzmöbelzerstörer. Ja. Ja. Ich habe jetzt auf meiner Liste nicht nur den Gartenstuhl für 19 Euro beim lieben Flexi bei dem Versuch seiner Katze einen Mickey Mouse Sticker aufzukleben. Mhm. Nein, ich habe auch noch. Ich wollte auf Renés Sofa pennen. Er sagt, lass krachen. Ich lege mich drauf. Hat er gesagt, ich habe das nicht so gemeint. bei Consumer Couchin. Er kriegt alles ja. Kaputt. Der kriegt alles kaputt. Der hätte ja fast. Ja, wir haben so Bierzeltbänke bei uns im Keller gehabt. Ja. Im Partykeller. Der ist drauf herumgewirbelt. Ich hab die haben die Beine gespreizt. Das ist genau in der Mitte. Keine Bierzeltbänke. Bierzeltbänke halten 6 Männer aus, die da drauf rumhüpfen zu irgendeinem Song. Okay. Nein. Sowas. Wenn ihr den Banane ärgern wollt, müsst ihr einfach nur den Enden-Song singen. Und dann habt ihr ihn schon soweit. Also ich sag ja immer zu Banane, fast überall, wo ich jetzt war, ich war auch in Frankreich, in Spanien, in Portugal, die feiern ja auch das Oktoberfest. Und da ist der Eröffnungssong vom Oktoberfest der Ententanz. Ja. Nein. Sobald ich dieses Lied höre, ich verbinde das automatisch mit Oktoberfest. Ja. Yep.
Ich habe auch, bin ich ganz ehrlich. Ich war auch. Mein Außen kommt es auch ein bisschen vom Futurama, weil gibt's auch diese Folge. Ja. Der sagt mich aus, tut mir die halt der sauer auf mich. Oh, ich sollte Gas geben. Der Wer ist denn wer? Ich weiß gar nicht, wer. Hallo? Wieso schubst du mich? Wer ist denn das gewesen? Wer schubst mich denn da? Banane, kannst du mal hupen? Oh, danke. Reicht. Reicht. Nicht nochmal hupen, weil sonst ist. Nicht, hör auf! Weil sonst kommt der Bug nämlich wieder. Jetzt ist der Bug nämlich gerade weg. Weil bei dir war die Hupe gewesen, die dauerhaft war bei mir. Oh, Gott sei Dank. Ach so, okay. Oh, weil wenn du dann hupst und dann die ganze Zeit Nee, das war ich, so höre ich mich immer. Boah, sieht das geil aus mit Vegas. Nee, Hammer. Banane hat mich auf den Kicker. Achso, apropos, wir sind ja quasi so. Ja, so ein bisschen abgeschweift, weil wir hatten eigentlich zwei Themen für die Folge. Wir können ja das zweite Thema quasi anfangen. Ja. Wir wollten genau. Ja nicht nur wegen dem Urlaub erzählen, sondern wollten eigentlich auch so ein bisschen nochmal über The Crew und Wild Run reden. Es sind ja nur noch 2 Monate, bis das. Ja. Dieses. Oh, Monster DLC kommt. 50 neue Autos angekündigt. 50 neue Autos, und Tuning-Teile. Wir wissen nur ein, was dabei okay. Ist. Wir wissen nur ein paar neue, das ist es ja. Wir sind so am Überlegen, was kommt denn da? Was kommt denn ja, was könnte da kommen? Boah, ich wünsche mir Audi. Oh ja. Audi, geil. Abbiegen, Leute, wäre auch geil. Also, was wir ja wissen an einer neuen Automarke ist ja, wie gesagt, Lotus ist ja eine Automarke, die neu ins genau. Spiel eingeführt wird. Ne, dann. Ich würde mir, wie gesagt, wünschen, halt für Rallye zum Beispiel oder allgemein Lancia Delta. Oh ja. Den gab es ja früher. Audi 80? Oh, Entschuldigung. Audi 80 oder Audi 100? Oder Porsche so Cayman. Audi RS6. Boi! RS6, jo. Was ist das? Ist der abgehoben. Oder ein schön für Rallye Audi Q3 oder für wirklich Gelände ein Q7. Ja. Ja, oder hier Dings, wie heißt der noch gleich? Jeep Grand Cherokee. Gibt es doch. Ja, nee, gibt's nicht. Nee, oder was auch cool wäre, das der Cherokee halt ist so doch drin. Doch, der ist ja drin, der Jeep. Der Grand Cherokee aber nicht, oder? Nee. Doch, ist der Grand Cherokee. Ein Land Rover oder hier dieser Toyota Land Cruiser wäre geil. Der Land Rover Evoque. Oh Gott. Ein Jeep, ein Volvo XC60, ein Jeep Wrangler. So ein Supra oder hier ein Dings, Mitsubishi Evolution 10, das sind so Autos, Evo 10 als Rallye-Wagen, boah, geil. Ey, ich würde mir auch wünschen, so eine Sonderklasse, also wo du halt so ein Unimog. Ja, so was Besonderes. Wie, also, oder wie heißt denn dieser dreiachsige Mercedes nochmal? Oh, welcher ist denn das? Gott, ey, der dreiachsige, den du oft in Dünen unterwegs siehst. Ja, das ist eine G-Klasse, aber ich kann dir nicht genau sagen, welcher das ist. Aber Mercedes G wäre auch geil als Rallye. Generell, es gibt so viele Autos, die hier einfach nur fehlen. Gut, es kommen auch Motorräder dazu, da bin ich ja mal gespannt, wie die interessant haben. Ja, die Ducatis wird es ja sowieso geben, ne? Na, Hayabusa. Die Ducatis wird es auf jeden Fall geben bei den Motorrädern und ich bin sehr gespannt, was alles Monster Truck wird. Gut, die Pickups sind klar, die Pickups wird es definitiv Monster Truck werden. Ne, also ich sag's nochmal und ich sag's gerne immer wieder, den LaFerrari könnten sie rausnehmen, aber was bringt's dir jetzt neue Autos zu machen? Ich würde ihn nicht rausnehmen, ich würde ihn einfach nur extrem nerven. Also der wird runtergepatcht wieder. Ja. Aber richtig runterpatchen, weil das ist ein PvP-Performance. Es gibt so geile Performance-Wagen. Ja. Sei es jetzt der M5, sei es der Mercedes, sei es der Skyline, sonst was. Da kommen dann alle mit ihren LaFerrari an. Haben eine Beschleunigung, dass die schon bei der zweiten Kurve sind, bevor du überhaupt die erste Gerade hast. Ja. Die sind schon, der ist einfach OP. Ja. Weißt du, das Handling, das nicht so geile. Das ist scheißegal. Die haben so eine Beschleunigung, da können die dreimal gegen die Wand fahren, bis du überhaupt kommst und sagst, hey, ich hab dich eingeholt. Nee. Ja. Sorry. Ich fand das lustig, weil hier, wenn ihr die Autos nach Stufen geregelt, 1299 ist die höchste Fahrzeugstufe. Ich habe ein Performance 3 gehabt. 3 LaFerrariger Fahrzeugstufe 740 und ich komme da mit meinem C63 AMG an, aber richtig voll auf Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit getrimmt.
der geht auch ab. Ich bin nicht drangekommen. Ich bin an die nicht drangekommen. Die waren dann irgendwann 4 Kilometer vor mir, wo ich dann gesagt habe, sorry, es macht keinen Bock mehr. Ich habe das Rennen noch fertig gefahren, danach habe ich die Lobby verlassen und bin in eine neue Lobby rein. Und was ist wieder selbe? Ja, sicher. Performance packen sie alle den LaFerrari aus. Das macht ja auch kein, das macht doch keinen Spaß dann. Also was ich mir wirklich... Aber das gibt, ja? Das habe ich noch in keiner Rennklasse erlebt. Entschuldigung, das habe ich noch in keiner Rennklasse erlebt, dass es ein Auto, das wirklich so heraussticht, dass dann jede Sau nimmt. Ja, weil sie ihn wahrscheinlich beim letzten Update oder so wahrscheinlich overpowered haben und gar nicht getestet haben vorher. Nein, aber was ich mir wirklich wünschen würde, ist, da ich ja wie so alt, alter TDU-Spieler bin und die Karte ja hier dreimal so groß ist, vielleicht sogar viermal so groß ist, würde ich mir echt wünschen, dass sie vielleicht dieses System mit diesen Clubhäusern nochmal einfügen könnten und diesen Avatars. Das war so geil. Warte, guckt mal kurz nach rechts. Nach rechts? Was ist denn da? Nein, scheiße. Wartet mal. Guckt mal nach rechts hinten. Ui. Nee, aber ich fand das System ganz cool, dass du da, wie gesagt, für deine eigene, weil hier können sie es auch so machen mit der Fraktion halt. Diese Fraktion hat da sein Clubhaus und da können sie ja dann so machen, dass sie dann halt da so diese Clubhäuser machen oder die Fraktionshäuser und dass du da wirklich dann halt sogar auch eigene Fraktionsautos hast, die du nur freischalten kannst, wenn du mit deiner Fraktion zum Beispiel gewinnst oder so. Oder halt Kohle kassierst. Ja, das wäre richtig cool. Oder wie es halt in Spiel heißt, die Crew, was wir uns hier wünschen, wäre individuell anpassbare Crewfarben und das Ganze. Ja, ja. Aber ich bin jetzt sowieso jetzt erst mal das neue Texturen-Update gespannt. Oh, die Grafik auch. Oh, können wir mal ganz kurz. Moment. Was? Fernseher will sich schon wieder abschalten. Okay. So, jetzt. Ich bin mal gespannt, weil so an sich hat ja schon die Crew eine hammergeile Grafik. Ja. Und jetzt nochmal mit diesem Texturen-Patch. Und die Bilder, die wir gesehen haben, also dann haben wir ja wirklich angefangen zu sabbern. Mm. Wartet mal bitte, wartet mal. Du bist, glaube ich, die Klippe runtergefallen. Kommt davon, wenn man abkürzen will. Ja, ich dachte mir, hey, da ist ein kleiner Bogen, da kann ich ja abkürzen. Fahr rüber, oh Scheiß. Na, ich bin da sowieso mal gespannt, was da jetzt noch alles kommt. Also, oh, ich freue mich auf das Regen, auf den Regen, ey, das Wettersystem. Ja, Wetter, Scheibenwischer. Dynamisches Wettersystem. Von was ich ja auch gelesen habe, also das Texturen-Patch soll ja fast 20 GB umfassen. Ja. Das wird so Bombe. Ja gut, das soll ja jeder kriegen, ne? Also das, wie gesagt, das Grafik-Upgrade und halt das Wettersystem soll ja jeder bekommen. Und halt das Wild Run ist halt dann noch das zusätzliche Expansion Pack, was dann nochmal extra kostet, was nicht im Season Pass enthalten ist. Ne? Kurz mal unterbrechen, der kämpft sich echt gut den Berg hoch, das Teil. Hm. Wo bleibst du denn? Da bin ich doch. Also, ich muss sagen, die Crew ist wirklich ein sehr gelungenes Autorennspiel. Ja. Also, was Open World und Arcade betrifft. Project Cars bin ich ja leider kein Fan so davon. Hm. Sag mal, was meint ihr denn eigentlich, wenn denn Need for Speed dann draußen ist und das ein paar von uns haben wird, wird Boxenstopp auch bei Need for Speed existieren können? Ich glaube nicht. Natürlich. Ich glaube nicht, nein. Also, weil ich finde, Need for Speed wird irgendwann zum Standard. Weil das ist nicht so eine große Karte haben. Ja, genau, nicht so eine große Karte, das hast du schnell durch, schnell gesehen. Und du hast bei Need for Speed eigentlich relativ so auch den Ehrgeiz, glaube ich, verlierst du wieder. Auch wenn das System, was jetzt groß anteasern, alles hier mit dem Tuning, alles ganz schön, ganz nett auch ist. Und aber trotzdem, weiß nicht, weil ich finde ja, einfach bei The Crew, du kannst jedes Mal 100 Mal durch The Crew fahren und immer wieder entdeckst du wieder neue tolle Sachen. Neues finden. Na? Es gibt so viele versteckte Wege. Ja. Nicht nur das, ich muss auch sagen, ich habe Need for Speed Rivals gehabt, damals zu Release der PlayStation 4. Ich auch. Ich hab das, glaube ich, nur 2 Stunden gespielt und dann ist es im Schrank gelandet, weil es hat nicht so funktioniert, wie sie sich vorgestellt haben. Also man hätte ja die Rennen auch Multiplayer fahren können, aber das klappte nicht so genau. Ja. Und daher hat es auch eigentlich nicht Spaß gemacht. Schon wieder, runter. Banane. Du weißt schon, dass wir hier ein Video aufnehmen, dass wir zusammenbleiben sollten, ne? Das weißt du ja, ne? Ich bin da nicht absichtlich runter. Nein, jetzt sag noch einfach, ein Elch hat dich gerammt. Ne? Nein, ich bin...
Wo bist du denn? Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe mich zurückschicken lassen. Wir zwei fahren jetzt weiter, wenn er meinte, muss abkürzen. Ja, ja. Ich hab... Boah, Leute, ich sag euch schon, wenn ich absichtlich abkürze. Aber was wir auch mal wieder machen könnten, vielleicht mal so für deinen nächsten Stream, eine Gameboy Rally. Oh ja. Oh, schön, ja, Gumball-Rally mal wieder. Drauf. Ja, nicht schön. Schöne Gumball-Rally, das wäre schon richtig cool. Und dann mit der Karre ja, hier. Ja, da fahren wir, ja, so wie er ist, Performance, ja. Aber nicht weiter auftunen. Ja, ja. Oh, geil. Schade, ich hätte den gerne weiter aufgetunt. Ja, du kannst ihn ja zurücksetzen. Ja. Echt? Ja, sicher. Ja, ja. Wenn du die Teile wieder ausbaust und dann kleinere Teile reinmachst. Ach so, ja. Oh, der sieht echt super aus, ey. Das Auto hätte ich gerne in Wirklichkeit. Ja, das war jetzt. Aber halt nicht diese Grundversion, sondern hier, so will ich ihn haben, sag ich dann. Das war ja jetzt. Das war ja jetzt die September-Update quasi. Also das Auto jetzt hier. Als nächstes kommt genau, ja dann der Cadillac. Da freue ich mich auch schon drauf. Escalade. Komm. Alter Schwede, zum Cruisen. René, zum Cruisen. Escalade gibt's doch schon. Nein. Nein, das ist ein. Das ist. Doch, Escalade gibt's. Ja, aber den Cadillac. Anderen. Der Cadillac halt. Eldorado. Der Eldorado. Eldorado. Genau. Cadillac Eldorado. Boah, das ist ja der Geländewagen. Zum Cruisen, weißt du, das ist ein Teil, das ist 2 Meter breit oder mehr. Ja. Das ist so ein Schiff. Zum Cruisen ist das einfach. Oh. Also zum Cruisen hätte ich ja schon wirklich so ein altes Mercedes Cabrio oder sowas. Ja, so Cabrios fehlen auch irgendwie, bin ich ganz ehrlich. Das ist auch so ein Ding. Ein BMW, ein 1er Cabrio, das wäre super. Oh ja. Nee. Ja, so ein einfach so ein, keine Ahnung, so ein einfach so ein stinknormales oder so ganz alte Autos, zum Beispiel so ein VW Golf 1, Golf 2 wäre doch mal ganz geil. Wow, so also alte klassisch, warum immer, das habe ich mich schon immer gefragt bei den Rennspielen, warum so immer das neueste vom neuesten. Warum nicht mal so einen alten, so wie jetzt zum Beispiel so einen alten Nissan, einen alten Golf, einen alten Opel Corsa. Ja. Gab's damals bei Need for Speed Underground oder so einen alten Peugeot 106. Das war so geil. Das war damals bei Need for Speed, wenn man damals die Teile auf der PlayStation 2 angespielt hat. Das erste Auto, was da hat, das war entweder ein alter Nissan 270. Oh ja, oder der Peugeot, glaube ich, was damals. Peugeot 106. Ja. Und ein Mazda. Ja. Da kommt mir gerade eine Idee. Das ultimative Spiel. Kindergarten Racer. Wo du einfach Minivans auftunst. Einen Opel Meriva. Nein, aber so, oder zum Beispiel so einen alten, Nissan Micra oder Renault Clio. Solche Karren mal so, weißt du? Boah, der Renault Clio oder hier der alte Renault GT. Oh ja. Wenn du einen Smart Tunes brauchst, du einen 2 Meter Wheelie Bar, das ist nicht. Oder überleg doch mal so einen alten Opel Omega oder, keine Ahnung, schlag mich tot. Ja, eine A-Klasse. Ja. Ja, auch eine A-Klasse. Ja, auch sowas zum Beispiel. Es ist aber wir sind auch ehrlich gesagt so ein bisschen die ältere Generation vom Zockern. Ja. Wenn du jetzt 14, 15 bist, da willst du im Rennspiel, willst du kein Golf 2 oder so fahren, da willst du dicke Ferrari, dicke Lamborghini fahren. Ja. Das ist so ein bisschen ein Kunden. Ja, gut, aber man könnte ja auch einen Kompromiss schließen. Man könnte ja so eine Mixtur aus beiden machen, ne? Die dann halt, das hat mich hier ja so ein bisschen auch angekotzt, dass wenn man sich dann halt mal entschließt, man fährt ein Auto nur wegen der Schönheit, dann kann man dann eigentlich nicht im PvP fahren, weil er einfach die Leistung nicht bringt. Ja, gut, das ist ja klar. Die sollten dann so ein bisschen. Nee, aber du kannst ja auch kein Golf, ja, du kannst ja auch kein Golf rein, Golf reinbringen, der 400 fährt, ne? Das ist klar, ne? Ja. Ach ja. Ja. Ich muss aber auch. Das war so klar. Ich hab euch nicht gesehen. Das war so klar. Ich hab euch nicht gesehen. So eine schöne Folge. Schön die Aussicht jetzt hier. Ne? Ja, mein Gott, Wahnsinn, alter Schwede. Das,
Tja, was bleibt und da eigentlich? Banane verhauen die Stimmung. Ja, was bleibt da eigentlich? Was bleibt da eigentlich abschließend noch zu sagen? Gar nichts. Banane, du bist ein Riesenbaby. Ja, Riesenbaby. Nimm den Schnuller in die Hand und lass dich über den Kopf streicheln. Ja, das soll es an für sich gewesen sein für diese Folge mal wieder. Mein Gott, cool, geil, Boxenstopp, yeah, hey, woo, yuppie. Ja, wir verabschieden uns von euch und würden sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.